Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Idle Game Vorstellungsspiel Video. Idle Game Vorstellungsspiel? Nein. Was ist falsch mit mir? Einem neuen Idle Game Vorstellungsvideo. Dieses Spiel war da einfach zu viel. Wir spielen Tangerine Tycoon, was auch schon offensichtlich oben links steht. Und auf den ersten Blick erinnert das Ganze so ein bisschen an Cookie Clicker und ganz ehrlich, ich habe es jetzt schon ein bisschen gespielt. Nicht wahnsinnig lange, also jetzt eine Dreiviertelstunde circa, wobei ich davon bestimmt 20 Minuten AFK war oder 25. Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht wahnsinnig viel davon gesehen, aber das, was ich bislang davon gesehen habe, sieht nicht nur auf den ersten Blick, sondern bis hierhin auch massiv nach Cookie-Clicker aus. Es fängt insofern an, dass man auf diese Tangerine, Orange, was auch immer klickt und mehr Tangerines sammelt und dann kauft man irgendwann Tangerine-Büsche und Bäume und Farmen und Maschinen. Irgendwann tauchte dann eine Katze auf und ich wurde gefragt, ob ich sie in die Tangerine-Maschine stecken möchte, was ich einfach mal getan habe, woraufhin dann Tangerine-Katzen entstanden sind, die irgendwie ein bisschen creepy sind. Selbst die Thoughtbox hier ist sehr Cookie-Clicker-mäßig. Bei Cookie-Clicker steht ja oben immer, scrollen da oder skippen da irgendwelche random Texte durch. Und wir können uns jetzt für 1 Million Tangerines was kaufen. Das habe ich bislang noch nicht gemacht. Nämlich ein Tangerine Lab. Okay. Test Tube Tangerines. Tangerines. Bringt uns das jetzt irgendwas? Also habe ich jetzt damit Forschung freigeschaltet oder so? Müsste ich mal gucken. Die Menüführung hier ist ein bisschen eigenwillig, nenne ich es mal. Und zwar seht ihr hier an den Seiten oben, unten, links, rechts so Pfeile und das ist quasi die Menüführung. Ihr habt es auch gerade schon gesehen, wie ich hier rüber geskippt habe. Und das geht eben nicht nur einmal quasi. Hier kann ich irgendwas exchangen. Ich weiß noch nicht. Tangerine Creams. Ich wüsste noch nicht, wofür ich... Oh, kaufe ich da Maximum? Ah, okay. Ich kaufe von allen... Natürlich Tangerine Cookies, natürlich. Cool, da kann ich handeln. Ich verstehe. Und dann ändern sich die Preise und wenn ich das jetzt verkaufe, habe ich Gewinn gemacht. Ja, nice. Okay, ich verstehe. Ja, das ist quasi wirklich so ein bisschen Börse. Okay. Coole Sache, das Feature hatte ich bis eben, also ich wusste, dass es da war, aber ich hatte es bis eben offensichtlich noch nicht genutzt. Nett. Nett. Dann die Creams gehen mal irgendwie massiv den Bach runter, habe ich das Gefühl. Okay, da kann man hier nebenbei so ein bisschen die Zeit totschlagen. Nette Sache, kann man machen. Hier unten gibt es Double or Nothing, das ist exakt das. Da kann man seinen kompletten Stock an Tangerines, den man hat, ich mache das mal ganz kurz. Double or Nothing und ich habe Nothing bekommen und habe damit alles verloren, was ich gerade hatte. Yay. Das war, es ist immer so ein bisschen, ist eben Glücksspiel letztendlich. 50-50 Chance, ja oder nein. Muss man wissen, ob man das möchte. So, wenn wir hier nochmal nach oben gehen, kommt nichts. Exakt gar nichts. Hier sind Achievements. Also wenn wir quasi direkt nach oben gehen, kommen die Achievements. Irgendwas gibt es ja auch mit Multiverse Breach. Ich denke mal, das wird so ein bisschen das Prestige-System sein. Auch das macht im Moment noch so ein bisschen den Anschein von Cookie-Clicker. Ich bin mir nicht sicher. Perks ist quasi das, was man nach dem Multiverse Breach bekommt. Also beim Prestige Reset, was auch immer, irgendwie so offline gehen. Kann ich die einschalten? Okay, nein, da muss ich erst das Perk für freischalten. Okay. Ich denke nicht, dass wir so weit kommen werden in diesem Video. Hier ist nur noch mal ein bisschen Credits und das war's dann letztendlich auch. Und ansonsten, ja, bin ich mal gespannt, was hier noch so wird. Mal gucken, ob wir das Ding noch freischalten können. Ich habe keine Ahnung, was das wird. 10 Millionen ist natürlich ein ganz schöner Batzen. Sollte aber auch machbar sein. Wir können ja bei 5 Millionen nochmal Double or Nothing probieren. Dann verliere ich es bestimmt und reg mich total auf. Wie viel bringt denn so ein Lab dazu? Das bringt schon 3000 pro Sekunde mehr.
Ja, dann sollte ich vielleicht doch erstmal auf Labs gehen. Ich weiß es nicht. Die Achievements, bevor wir nochmal auf Achievements eingehen, die World Population, könnte ich mir übrigens gut vorstellen, dass das die tatsächliche Weltpopulation ist. Im Moment, also so grob über den Daumen, kommt das, glaube ich, ganz gut hin. Mit einem festen Faktor dahinter, der einfach die Wachstumszahl beeinflusst. Es gibt ja irgendwie so und so viele Menschen werden pro Sekunde geboren. Da gibt es ja die Statistik irgendwie. Also irgendwie so 3 Menschen pro Sekunde oder so wird das hier wahrscheinlich größer. Der Death Count. Ich gehe mal davon aus, dass es noch so mehr Ereignisse geben wird wie mit der Katze. Also wo man dann gefragt wird, hier, möchtest du das und das machen? Wo man dann ja oder nein sagen kann. Und nachdem ich die Katze in die Tangerine-Maschine gesteckt habe, ist die eben irgendwann explodiert. Und dabei sind 250 Leute gestorben. Das hat nicht weiter irgendwelche Auswirkungen gehabt, sondern das war halt so, okay, das ist jetzt offensichtlich passiert, hat mich aber nicht weiter gestört. Und dann ist eben der Death Count hochgegangen und ich hatte Tangerine-Katzen. Hi. So sieht es aus. Abgesehen davon, ich glaube, wir sollten eher nochmal so ein bisschen Stock Market hier machen, oder? In welchem Rhythmus ändern sich hier denn die Preise? Nicht so schnell, habe ich das Gefühl. Den Scheiß hier oben werde ich doch auch nie wieder los, oder? Plus 2 ist mir ein bisschen zu wenig. Also plus 5 hätte ich schon mindestens gerne. Das kann aber vermutlich noch dauern. Mist, hätte ich das gerade mal bei 29 eingekauft. Bedauerlich. Da muss man auch immer so ein bisschen... Komm, wir verkaufen die jetzt. 50? Geht das auch nochmal unter 50? Eher nicht so. Also die Max Headrooms unter 30 ist ein guter Wert. Hier ist, glaube ich, unter 50 ein ganz brauchbarer Wert. Kaufen. Und verkaufen, danke. Mache ich natürlich nicht die Riesengewinne mit, aber ich mache Gewinne damit. Unter 50, zack, kaufen. Hätte ich mal noch gewartet, aber so ist das nun mal. Vielleicht geht es jetzt auch noch weiter runter und erstmal nicht wieder hoch. Weiß man nicht. Mist, das war, das war okay. Ich wollte gerade sagen, hier unter 30 eigentlich ein guter Wert. Jetzt habe ich es aus Versehen für 40 gekauft. Zum Glück ist es danach auf 45 gestiegen. Das hat meinen eigentlichen Verklicker dann doch wieder sinnvoll gemacht. So, ich glaube, das hier müssen wir noch ein bisschen lagern lassen. Wie viel haben wir denn jetzt? Achso, Count steht auch unten mit bei. Der Count steht auch hier. Also bevor wir nicht 10 Millionen haben, müssen wir eigentlich gar nicht unbedingt weiter rüber gucken. Wir könnten natürlich hier noch ein bisschen kaufen, unsere Einnahmequellen erhöhen. Ich könnte theoretisch mal gucken, ob wir irgendwie auf 100 Büsche hochkommen. Da bekommen wir dann noch ein Achievement für. Alter, das wird aber auch teuer. Machen wir trotzdem mal. So, Achievement. Tolle Sache. Die Achievements bringen gefühlt irgendwie nichts. Also vielleicht hat das mit dem Multiverse Breach dann irgendwie was zu tun. Kann sein. Weiß ich noch nicht. Irgendwie bleibt abzuwarten. Auch hier das so mit Welcome Extraterrestrian to Earth. Es ist so, okay, Aliens, ja, Multiverse, andere Dimensionen und so. Es ist alles sehr, sehr Cookie-Clicker-mäßig. Ich weiß noch nicht, ob mich das wahnsinnig überzeugt, warum ich überhaupt drauf gekommen bin, dieses Spiel zu spielen. Das liegt in Wirklichkeit bei Congregate schon seit Ewigkeiten in meiner Playlist und ist da in der Tat bei der Idle Game Rubrik von der Wertung her Top 3, also das drittbest bewertetste Idle Game auf Congregate. Platz 1 ist Clicker Heroes, Platz 2 ist Crusaders of the Lost Idols, dann kommt eben Tangerine Tycoon, dann kommt Trims und dann kommt Adventure Capitalist. Und ich dachte mir so, okay, das soll besser sein als Trims und Adventure Capitalist, da musst du zumindest mal reingucken. Und seitdem habe ich das hier irgendwie rumliegen.
Oh Gott, das wird immer schlechter. So, das erstmal weg, damit ich die los bin. Alter, 60. Tja, da hätte ich gut Gewinn mitmachen können. Schade, schade. So, ich weiß nicht, ob 32 hier ein guter Wert ist oder nicht. Kann ich nicht sagen. Ich kaufe einfach mal. Ich finde es schön, dass es hier nur irgendwie kaufe für 50% deines Guthabens oder für 100% und dann einfach komplett alles verkaufen. Das macht das vom Handling ein bisschen simpler, dass man nicht... Oh, plus 7, das ist doch schick. 83, mal. Aber das sind so Sachen, die kann man ja vorher nicht wissen. Steckt man ja nicht drin. Oh, die Cookies für 27 klingt ganz gut. Ja, 25. Ich meine, solange wir jetzt nicht auf 15 runtergehen. Was sie wahrscheinlich gleich tun werden. Ist das erstmal noch okay? So, ich würde ganz gerne den ganzen Crap, den ich da habe, wieder verkaufen. Ich will doch nur meine 10 Millionen haben. Aber nicht für plus 3. Dem ich weiß, dass hier für Gewinnspannen möglich sind, warte ich lieber noch ein bisschen. Nee. Plus 6, ja, nein. Nochmal warten. Oh, wir kommen hier langsam wieder in den positiven Bereich. Zeit wird's auch. Sieben, na, einen Tick warte ich eben nochmal ab. Jawohl, plus 12 ist okay. Auch wenn es noch weiter steigt. Ist mir wurscht. Also falls es noch weiter steigt, weiß ich nicht. So, können wir hier nochmal irgendwie so auf plus 7, plus 8 oder so gehen? Das finde ich noch ganz nice. Ja, minus 1. Danke für nichts. So, hier gehen wir langsam wieder runter. Plus 5, will ich das jetzt? Plus 8, okay. Nehmen wir mit. Dann haben wir jetzt nämlich unsere 10 Millionen fast zusammen. Und, ach, das wird der außerirdischen Kram sein, ne? Das passt zumindest von der Form her sehr zu dem Achievement. Jawohl. Extraterrestrians oder Terrestri. Ja, doch. Extraterrestrian. Okay. Weird. Aber okay, nehmen wir mal hin. Was auch immer das dann wird, können wir das bei den Achievements schon irgendwie ablesen? Sehen wir da schon was? Nein. Da ist überall noch ein Fragezeichen. Free refills. Witness the visualization screen fill up 10 times. Witness the visualization screen fill up to the top. Der visualization screen ist so irgendwie der... Ah, okay. Each pixel represents 10 tangerines. Ja, ist nett. Ob sich die Farbe in schwarz ändert? Nein, die Schrift bleibt weiß. Okay. Aber gut, man kann es auch auf Orange ganz gut lesen. Ich habe gedacht, wenn es hier orange im Hintergrund wird, würde die Schrift vielleicht schwarz, einfach so des Kontrastes wegen. Aber das geht auch so ganz gut. So, wir machen nochmal spaßeshalber Double or Nothing. Tja, schade. Wenigstens einmal gewinnen. Yay, 200.000. Naja, nicht ansatzweise so viel, wie wir die beiden Male davor verloren haben, aber nun ja. Zudem bietet sich jetzt hier das gerade ganz kurz an, nochmal eben eine Sache anzusprechen betreffend dieser Reihe, dieser Videoreihe. Ja, und zwar wurde ich vor zwei Wochen, da hatte ich leider, als ich den Kommentar gelesen habe, das Video von vergangener Woche schon aufgenommen, sonst hätte ich das da auch schon gemacht, drum gebeten, ob ich die Spiele nicht, so wie ich das hier jetzt gemacht habe, nicht von Anfang an zeige, also von hey, ich habe es gerade aufgemacht und wir legen mal los, sondern eben die Spiele schon ein bisschen
weiter zeigen kann, wenn ich Ahnung vom Spiel habe. Also gerade weil manche Spiele eben auch nach ein paar Stunden erst interessant werden. Jein. Also die Sache ist, ich habe meistens nicht unbedingt die Zeit, mir so ein Spiel bis zum ersten Reset-Prestige-System irgendwas anzugucken, weil man da dann meistens schon irgendwie 5-6 Stunden oder so rein investieren muss. Und zum anderen habe ich meist auch gar nicht die Lust, das so weit zu spielen, weil ich eben meist schon hauptsächlich ein Idle-Game habe, mit dem ich relativ viel beschäftigt bin. Eine Zeit lang war das Clicker Heroes, im Moment ist es wieder Crusaders of the Lost Idols. Und ich möchte jetzt eben irgendwie nicht einen Tag lang oder ein, zwei Tage lang noch was Zweites nebenher spielen, weil das dann echt zeitaufwendig wird auch. Das ist so eine Sache, das ist so, also es frisst wahnsinnig viel Zeit und meistens habe ich auf andere Spiele auch gar nicht mehr so viel Bock. Also ganz ehrlich, wenn ich hier mit dem Tangerine Tycoon Video durch bin, ich finde es im Moment nicht so prickelnd, dass ich sagen würde, geil, das muss ich jetzt unbedingt noch weiterspielen, das werde ich wahrscheinlich zumachen und erstmal nicht wieder anfassen, weil ich eben mein Idle Game habe, was ich gerade hauptsächlich spiele und mir reicht eins gleichzeitig. Mir geht es eben in der Reihe auch nicht grundsätzlich darum, komplett alles zu zeigen, was das Spiel kann, mit allen Funktionen drumherum, sondern mir geht es eher so darum zu zeigen, hey, das Spiel existiert, ich zeige euch ein bisschen Gameplay, so ein paar grundlegende Sachen in dem Spiel und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch den Rest eben selber angucken. Und wenn nicht, dann lasst ihr es eben. Darum geht es mir hauptsächlich und deswegen, ich verstehe aber eben den Punkt, dass gerade, ich glaube bei Reactor Idle war das, da ist der Anfang unfassbar träge. Also die ersten 10, 15 Minuten passiert da wirklich gefühlt gar nichts. Und da kann ich auch durchaus verstehen, dass man sagt, hey, kannst du sowas nicht rauslassen? Und wie gesagt, das wird so ein Jein, also ich werde da so einen kleinen Kompromiss machen. Ich werde definitiv nicht mehrere Stunden in das Spiel vorweg investieren, aber ich werde definitiv mal so, ja, ich denke mal so 15 bis 30 Minuten, also eine Viertel bis eine halbe Stunde so um den Dreh, werde ich mal zugucken, dass ich mich da irgendwie im Vorfeld mit dem Spiel beschäftige, bevor ich den Aufnahmeknopf drücke und es dann ernst wird, damit ich zumindest mit dem Menü und so schon mal vertraut bin. Ist für mich auch insofern ganz gut, dass wenn ich ein Spiel anfange und direkt mit, okay, ich versuche nebenbei zu erklären und zu reden und hier und da, ist man gedanklich ganz anders fokussiert. Also man konzentriert sich dann sehr, sehr viel mehr darauf, was man eigentlich gerade erzählt, als auf das eigentliche Spiel. Und man übersieht dann eben auch einfach schnell Sachen. Falls irgendjemand von euch mal selber so eine Späße gemacht hat, dann kennt ihr das vielleicht. Das ist eben, ja, so eine Sache, dass man sich dann so letztendlich auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren muss. Und das geht bis zu einem gewissen Maße ganz gut. Man neigt aber auch dazu, eben Sachen zu übersehen. Und insofern ist so ein Viertelstündchen vorweg in das Spiel gucken natürlich auch für mich gar nicht dumm, damit ich eben zu diesem Punkt, okay, hier könnte ich was übersehen, so ein bisschen minimiere, indem ich mir einfach grundlegend schon mal einen Überblick verschaffe. Von daher, ja, ein bisschen vorweg werde ich machen, aber eben keine großen Mengen. Also auch hier die knappe Dreiviertelstunde war eben schon deutlich mehr als geplant. Das war wirklich nur, weil ich am Anfang relativ lang AFK war und dann kurz vor der Aufnahme nochmal einen Augenblick. Von daher kam da irgendwie diese Dreiviertelstunde zusammen. Eigentlich hatte ich auch da nur so 20 Minuten eingeplant. Zumal das hier jetzt ja nicht so super umfangreich ist. Zumindest zum aktuellen Punkt nicht. Prestige-System müsst ihr dann eben selber mal gucken, was das so kann. Aber ansonsten, wie sieht es denn hier eigentlich aus? 47. Geht das gerade hoch oder runter? 49. Wir kaufen mal. Ich würde jetzt gern noch mehr kaufen, ehrlich gesagt. Das ist so die Sache. Ich wünschte, ich könnte einfach meinen Stock weiter erhöhen. Also ich wünschte, ich könnte entweder komplett verkaufen oder den Stock weiter erhöhen. Das wäre eigentlich ganz cool. Oh, naja. Hübsch, hübsch. So, gehen wir jetzt in die Gewinn-, in die Verlustzone? Ich bin mir nicht sicher. Plus 1, plus 6. Läuft. Okay.
Okay, prinzipiell schwankt das hier alles von den Werten so im gleichen Spektrum letzten Endes, zumindest bislang. Also das kann alles mal irgendwie in den 20er-Bereich runtergehen, das kann wahrscheinlich auch alles mal in den 80er-Bereich hochgehen. Keine Ahnung, also da wird es wahrscheinlich auch Minimal- und Maximalwerte geben. Frag mich jetzt nicht, wo sich das irgendwie abgrenzt. Könnten wir nochmal Double or Nothing machen, dann können wir uns noch einen Extraterrestrian leisten. Theoretisch. Oder wir verlieren alles. Ja, wir verlieren alles. Natürlich verlieren wir alles. Was für eine Frage. Ja gut, ich glaube, dann bin ich jetzt auch schon wieder durch, weil ich glaube, auf 100 Millionen zu warten, das dauert mir jetzt ein bisschen zu lang. Das ist eben auch so eine Sache oder ein Punkt, der damit einhergeht, wenn ich mich im Vorfeld mehr mit dem Spiel beschäftige, wird als Schlussfolgerung daraus das Video automatisch kürzer. Also dann landen wir wirklich eher wieder so bei 15 bis, naja, eher so 20 Minuten, anstatt dass die Vorstellungsvideos so 30, 35 Minuten lang gehen. Was vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist. Ja, guti, dann sind wir mit Tangerine Tycoon, glaube ich, erstmal durch. Was es mit dem Universe Breach auf sich hat, also das wird letztendlich ein Prestige-System sein, wie man es, glaube ich, kennt. Ich erwarte da jetzt keine spektakulären Sachen. Bislang sieht es hier alles massivst nach Cookie-Clicker aus, nur dass wir eben statt Keksen Orangen haben. Aber wer weiß, vielleicht kommt hier noch was ganz anderes. Wenn ihr selber ein bisschen rumtangerinen wollt, Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten vielen Dank fürs Zugucken. Einen angenehmen Tag wünsche ich noch und bis zu irgendeinem nächsten Video. Macht's gut, haut rein und tschüss.